Lass. Ich mach das schon. Später Sonntagnachmittag in Hamburg-St. Georg. Premierenwochenende für das Sommertheater. 2 Stunden noch bis Vorstellungsbeginn. Bis 20 Uhr muss sich der Kirchhof der evangelischen St. Georgskirche in ein Freilichttheater verwandelt haben. Viel Arbeit für 4 Schauspieler und einen Techniker. Maximilian? Ja. Solange die Plane noch zusammen ist, kommt ihr da an die Stelle mit dem Loch. Vielleicht kann man das mal versuchen von oben. Zu kleben, mhm. Ja, also bei unten bringt ja nichts. Ja, genau. Ne, probiert das doch mal. Ja. Ja? Die Schauspieler sind gleichzeitig Bühnenarbeiter. Jeder packt mit an. Wir haben praktisch die ganze Ausstattung irgendwie auch selber entworfen, zusammengesucht und so weiter. Und ich habe eben auch eine Vorstellung, wie das aussehen soll, wie das hängen soll. Und von daher mache ich das dann eben. Also ich kann mir das gar nicht vorstellen, dass jetzt hier jemand kommt und alles fertig macht und wir steigen nur ins Kostüm. Also bei dem Theater ist das nicht so. Wer hier mitmacht, muss bereit sein, Künstler, Handwerker und Mädchen für alles zu sein. Ich fand immer die Vorstellung schön, selber Sachen zu machen. Also das insofern schreckt mich das nicht. Ich mache das auch gerne. Also viele verschiedene Sachen. Eben auch die Ausstattung und selber zu überlegen, die Kostüme und wie kann man das machen. Und das gehört für mich alles zusammen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Der war. Das Sommertheater ist ein freies Theater. Gespielt wird draußen, einen Intendanten gibt es nicht. Einen Chef schon. Naja, so halb und halb würde ich sagen. In manchen Dingen schon, in manchen auch nicht. Also. In welchen Dingen sind Sie denn der Chef? Was Regie betrifft, da bin ich ganz klar der Chef. Nein, alle anderen Sachen ist viel einfach nach Absprache. Das muss einfach für alle passen. Also da gibt es eigentlich nichts, wo ich sage, was, wie? Weiß ich nicht. Das Freilichttheater ist sehr aufwendig, aber keine Lebensgrundlage für die Schauspieler. Viele verschiedene Sachen muss man machen. Das ist so eins, genau, wir haben alle diverse Geschichten laufen und das ist eins davon. Die Zeit ist knapp. Um 20 Uhr muss alles fertig sein. Dann gibt es das erste ernstere Problem. Ja, die Kasse habe ich vergessen. Könnte das ein Problem werden? Naja, dann haben wir kein Wechselgeld. Das wäre ein bisschen doof. Keine Kasse, kein Wechselgeld, aber die Zuschauer kommen meist überpünktlich. Wobei wir eigentlich erst ab 7:30 Einlass haben, aber oft kommen ab 7 schon die Leute. Das heißt, das wäre gut, wenn man dann alles griffbereit hat. Zehn vor sieben. Maximilian Ponatter und Ulf Albrecht proben noch einmal an einem gemeinsamen Gesangspart. Nach Amerika. Sitzt der Text noch nicht? Ganz sitzt der Text. Es gibt nur so ein paar Varianten im Hirn. Und da muss man sich dann verständigen, gerade wenn man synchron irgendwas zum Besten gibt. Draußen Theater spielen heißt vermutlich auch, jedes Geräusch wird zum Teil der Aufführung. Genau das. Das Schönste war eigentlich bei Tschechow, als die Hunde im passenden Moment gebellt haben. Also es geht in dem Stück um Hunde. Und in dem Moment bellt ein Hund, wie auf Stichwort. Und das sind so einmalige Momente, die machen dann besonders Spaß. Und sonst halt damit kämpfen, dass ein Auto laut vorbeikrattert und ein Kind schreit oder wie auch immer. Manchmal passt es, man kann es aufnehmen, manchmal muss man es ignorieren und einfach versuchen, stimmlich drüber zu gehen. Aber ich mag das, mir gefällt das. Bequemer und einfacher wäre ein Job an einem festen Theater. Ja, man will immer das, was man nicht hat. Also ich war lange am klassischen Theater mit so Flöße und Konversationsraum und Regieassistent und man wird eingerufen, Herr Albrecht zur Bühne, bitte 3 Minuten. Das ist dann immer ganz schrecklich und dann will man ein freies Theater machen, ganz wild und alles selbstbestimmt, so wie hier. Und irgendwann denkt man, ach, eine Soufflöse, ein Vorhang,
War auch nicht schlecht. Ich möchte gerne immer die Abwechslung haben, weil diese Projekte dann wieder ganz andere, das ist eigentlich am schönsten. Nach 7, 40 Minuten noch bis zur Aufführung. In der Kirche proben die Schauspieler ein letztes Stück. Draußen im Kirchhof treffen die ersten Zuschauer ein. 29. Ja, 360 minus 12. Okay. Die Kasse ist auf dem Weg, aber noch nicht eingetroffen. Rechnen kann ich jetzt nicht auch noch. Dieser Abend läuft zum Glück aber auch ohne Wechselgeld. Im Sommertheater haben alle Schauspieler eine Garderobe, die Toilette im Keller der Kirche. Ulf, du schminkst dich doch auch, ne, oder? Ja. Ja, das ist super. Ich würde ja eigentlich annehmen, dass sie sich schön schminken, aber so richtig schön sieht das jetzt gerade nicht aus, was sie da machen. Also die Herausforderung ist nicht, schöner zu werden, sondern versoffener. Das kann man aber auch anders hinkriegen, Ulf. Da braucht man keine Schminke dazu. Dann hätte ich gestern die Feier noch ausdehnen müssen. 13 Mal wird das aktuelle Stück aufgeführt. Nach wochenlanger Vorbereitung jetzt das Premierenwochenende. Also man merkt schon zur Premiere, ob es aufgeht, ob die Leute lachen, wie sie sollen. Und wenn das funktioniert, dann kann man eigentlich davon ausgehen, dass das immer funktioniert. Klar gibt es bessere und schlechtere Vorstellungen, aber ich glaube, man hat dann schon das Gefühl, ja, das haut hin. Seit 2002 gibt es das Sommertheater. Bisher hat es bei jeder Premiere geregnet. Der Wetterbericht für heute Abend, Regenschauer. Ach ja, manchmal muss man ganz schön gegen den Regen ankämpfen, aber eigentlich sind die Zuschauer immer sehr gewillt, da mitzugehen. Also oft sind die wettermäßig schlimmsten Vorstellungen irgendwie die besten, weil dann einfach eine super Stimmung ist. So eine Schicksalsgemeinschaft. Genau. Alles rutscht zusammen. Das ist oft sehr lustig. So, jetzt muss ich doch mich mal umziehen, glaube ich. Ja, das muss ich jetzt machen. 3 Minuten vor 8. Die Zuschauer gespannt, hinter der Bühne steigt die Nervosität. Ach ja, schon so ein bisschen. Was Vorfreude, würde ich sagen. Was geht Ihnen durch den Kopf? Gar nichts. Ich gucke noch mal so ein paar Kleinigkeiten an. Und denke so, überlege, ob ich alle Requisiten hier richtig liegen habe. Das gehört hier zum Beispiel nicht hin. Und dann geht's los. Gespielt wird eine französische Komödie, Mord in der Rue Lorcine von Eugène Labiche. Ein Mann? Sie wünschen, Monsieur? Ich wünsche? Was machen Sie in meinem Bett? Einmal in das Orleans, das gibt's nur in Paris. Einmal in das Orleans, das gibt's nur in Paris. Mein Mann wird verrückt. Was ist das? Ein Geschenk. Nach 45 Minuten die Pause. Der Regen ist ausgeblieben. Das Stück scheint gut zu laufen. Ja, doch. Die Leute sind ja ganz gut dabei. Jetzt esse ich doch was, ne? Ich habe heute extra was mitgebracht, weil ich den ganzen Tag nicht gegessen hatte.
Ja, die Leute amüsieren sich und so soll es sein. Die Pause bringt neue Kräfte, unterbricht aber auch die Konzentration der Schauspieler. Dass dann die Energie, dass man die hält oder beziehungsweise eben noch einen draufsetzt und nicht so absuppt und müde wird, sondern eben richtig nochmal Stoff gibt. Aber ich finde, gerade dafür hilft die Pause, dass man eben nochmal Kräfte sammelt und nochmal vielleicht auch teilweise den ersten Teil nochmal reflektiert und denkt, ah, da war ich jetzt so ein bisschen lahm, jetzt kann ich nochmal Gas geben. Also dafür hilft so eine Pause immer, dass man sich sortiert. Zum Beispiel. Und tatsächlich, nach der Pause geht es auf der Bühne noch einmal richtig rund. Onkel, ich danke dir. Ah! Du bist nicht tot? Amerika. Grauenhaft. Fürchte dich. Los, wir verpissen uns jetzt nach Amerika. Schlussapplaus. Heute ohne Regen. Die Zuschauer sind begeistert. So pur und ohne doppelten Boden kann Theater sein. Wenn man es wagt, draußen zu spielen. Come on.